Guten Tag, liebe Sportboot- und Angelfreunde. Mein Name ist Erik Dunze. Ich bin gerade unterwegs auf dem Wasser, um zu angeln. Möchte euch jedoch vorher noch den neuen DX55V von Rino vorstellen. Das Besondere an diesem Motor ist, dass wir ein integriertes PWM-System haben. Damit spart ihr eine Menge Batterie und macht richtig Meter auf dem Wasser. Am Kopf des Motors ist ein kleines Display verbaut, welches uns Auskunft über den Batteriezustand des Motors gibt und auch über die aktuellen Geschwindigkeitsstufen. Ebenfalls sollte ein Error vorliegen, wird uns das hier ebenfalls angezeigt und der Motor schaltet sich automatisch ab, dass er nicht kaputt geht. Die Pinne, die am Motor verbaut ist, lässt sich variabel herausziehen und man kann die Geschwindigkeitsstufen stufenlos schalten. Mit diesem roten Knopf hier kann man den Motor horizontal verstellen und mit den zwei Stellschrauben hier unten das Ganze noch vertikal. Des Weiteren ist er mit der dreiblättrigen Rino Motorenschraube ausgestattet. Wie ihr hier unten sehen könnt, ist ein etwas versteckt ein kleiner Displayboard verbaut, welchen ich gerne nutze, um zum Beispiel mein Handy zu laden oder Kopflampen oder ähnliches. Mit diesen zwei Edelstahlschrauben lässt sich der Motor an jedem Boot festmachen. Man kann ihn als Ersatzmotor an Segelbooten nutzen oder wie ich am Schlauchboot. Ich habe ja ein 3 Meter Schlauchboot und fahre damit ermüdungsfrei. Der bringt mich auch durch jegliche Strömung und auch durch Wind. Ich mache mich jetzt aufs Wasser, will noch ein paar Fische fangen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.